Einmalig. Genau, herzlich willkommen zum heutigen Vortrag. Falls es jemand gemerkt hat, ich wollte meine Kamera übertragen, leider zeigt es nur das Sideboard im Hintergrund. Ist aber noch nicht schlimm. Wie gesagt, ich stelle mich kurz vor. Mein Name ist Dennis Neuhaus und ich bin BIM-Consultant hier bei der Auxalia. Habe, wie Jan schon gesagt hat, Bauingenieurwesen in Frankfurt studiert. Insgesamt beläuft sich meine Erfahrung oder meine Revit-Erfahrung jetzt auf 5 Jahre. Bin seit 2019 Trainer, also begleite Grundschulung, Familienschulung, auch Consulting-Sachen, also wo wir den Kunden natürlich auch beraten und bin noch im Support-Team drin. Also falls Sie ein Problem haben und bei uns anrufen, dann rufen wir Sie meistens schnell zurück. Meine Kenntnisse belaufen sich aufs Parameter-Tool, Revit natürlich, Dynamo, IFC, BIM 360. Man hätte jetzt noch alles andere auflisten können. Ist aber, glaube ich, eher unnötig, dass man da alles jetzt aufschreibt. So, die Überschrift bzw. das Thema heute ist ja BIM-konforme Planung im Hochbau. Das möchte ich so ein bisschen aufsplitten. Wie gesagt, ich will erstmal kurz auf die Schulung eingehen, weil da passieren schon die meisten Fehler, weil die Grundausbildung einfach nicht stimmt. Und dann eher so mehr auf die Körpermodellierung, weil das alles in einer halben Stunde, entweder das oder das, ist ein bisschen knapp. Deswegen werde ich dazu auch noch einen Blog schreiben, später bei der Körpermodellierung, das, was wichtig ist. Vorab, was ist BIM-konform überhaupt? Ich habe es jetzt für mich mal so definiert, ist ein Zusammenspiel von Fachplanern und Software. Man muss natürlich das richtige Werkzeug haben, um dort auch richtig zu modellieren. Also es wird mir nichts bringen, wenn ich jetzt zum Beispiel Advanced Steel im großen Package kaufe und versuche da etwas im Hochbau zu modellieren, mit Betonstützen, sonst was. Man muss natürlich das richtige Werkzeug nutzen. Wie gesagt, Navisworks für die Kollisionsprüfung. Recap, wenn ich einen Bestand aufnehme und dort eine Punktwolke habe, dann nutze ich natürlich Recap. Ja, das alles zusammen ist eher so so BIM-konform, heißt einfach nur, dass ich wirklich das richtige Werkzeug nutze. Genauso wie auch bei der Informationsanreicherung kann ich natürlich manuelle Informationen an Bauteile schreiben. Ich kann aber natürlich ein Tool benutzen, was es mir natürlich ein Vielfaches vereinfacht. Ja, heißt einfach nur, dass eine Datenbank hinterhängt. Ich gehe per Drag and Drop. Drop-Down-Menü, Drag-and-Drop, vor und suche mir die jeweiligen Parameter einfach aus. Die werden mir in einer gemeinsam genutzten Liste geschrieben und das dann gespeichert. Alles kann natürlich hier über die Construction Cloud verwendet werden oder halt gebündelt werden. Ich kann natürlich mit der Construction Cloud noch ein bisschen mehr machen. Heißt einfach nur, dass ich dort die Version vergleichen kann, mich mit Fachplanern austauschen kann, etc. pp. IFC-Schnittstelle lasse ich jetzt erstmal kurz weg, weil wie gesagt, ich gehe jetzt davon vom besten Fall aus, Closed BIM, da brauchen wir kein IFC, ich brauche keinen einzelnen Stand so gesagt vom Projekt, sondern will wirklich dann nur mit Revit-Leuten zusammenarbeiten. Genau. BIM-konform heißt auch noch weiteren, das sind so die 5 Fehler, die ich jetzt aus dem Support kenne oder kennengelernt habe, die es immer noch gibt. Ja, also wir sind im Jahr 2021, BIM-Thema oder das BIM-Thema gibt es schon seit mehreren Jahren, ja, so Jahrzehnten. Und es gibt noch Unternehmen, die halt eine falsche Denkweise haben. Ja, heißt einfach nur, ob es jetzt Informationen sind, weil wie gesagt, das I ist nicht umsonst in BIM drin. Informationen müssen an Bauteilen stecken oder dran stehen, um später einfach nur in der AFA weiterzugeben, ob ich dann in Kollision dann die Information auslesen will oder sogar als IFC Information in, ja, als IFC weitergeben will. Ja, da muss einfach wieder die Info drinstehen. Es gibt, wie gesagt, Problematiken da. Ich sehe es im Support, dass manchmal sogar die Extrusion einfach dumme Extrusionen sind. Man kann sie anders sagen. Ist es ein Würfel oder irgendwie ein Körper, der einfach irgendwo drin steckt und das ist für mich dann BIM? Nein, ist es nicht. Denn es fehlt die Information an sich. Fehlerhafte Datenweitergabe heißt einfach nur, wie gesagt, das sind Themen aus dem Support. Da gibt es halt ja, Fehler bezugnehmend auf DWGs zum Beispiel, dass dort alles auf einem Layer liegt oder dass die Koordinaten nicht richtig stimmen, wenn ich jetzt eine Revit-Datei einlesen will, bei mir wirklich verknüpfen will. Es passt hinten und vorne nicht, weil natürlich derjenige, der dann falsch gearbeitet hat, die Koordinaten von mir nicht nutzt. Ja, dann habe ich mehr Arbeit, der BIM-Manager hat mehr Arbeit, das wollen wir natürlich alle nicht. Fehlendes Verständnis für die Software, da will ich drauf eingehen. Ja, das geht natürlich um die Schulung.
dass dort einfach nicht klar ist, was genau kann die Software denn überhaupt. Also Revit heißt nicht, dass ich dann einfach einmal ein Revit-Package kaufe und dann bin ich der BIM-Profi schlechthin. Ist ja auch vergleichbar mit einem schnellen Auto oder einem Porsche. Wenn Sie sich einen Porsche kaufen, sind Sie auch kein Rennfahrer. Ja, es fehlt Ihnen trotzdem die Lizenz und auch das Verständnis fürs Fahrzeug. Genauso ist es auch hier das Verständnis für die Software. Man muss wissen, wo ich das und wie ich das richtig einsetze. Ja. Vorletzter Punkt, der ja, wird nach und nach mal langsam ausgerottet. 2D und 3D, veraltete Methodik. Wir gehen natürlich in 3D rüber, heißt einfach nur, dass wir natürlich von einem 3D-Modell alles ableiten wollen. Ja. 2D kann man natürlich modellieren, ist aber Steinzeit. Ja. Also nicht böse gemeint. Aber wie gesagt, wir sind hier, wie gesagt, in BIM-Methodik drin. Letzter Punkt, Kommunikation. Heißt einfach nur, das ist ein Fehler oder beziehungsweise ein Problem in jedem Unternehmen, fehlende Kommunikation. Ja, es wird sich nicht ausgetauscht, wer wo wie arbeitet. Das passiert auch bei uns. Also da sind wir nicht ausgenommen. Jedes Unternehmen hat diese Kommunikationsschwäche. Man muss einfach miteinander reden, wenn man ein Projekt zusammenarbeitet. Man kann nicht einfach einen auf Rambo machen und dort das Projekt selbst durchbringen. Da kommen immer wieder Fehler zustande. Ja, deswegen dort mal darauf aufpassen. Aber ich gehe, wie gesagt, auf das Verständnis drauf ein. Und ja, dass ich da mal die Schulung vorstelle von uns, die wir haben im Ingenieurbereich. Da sind Sie auch schon zu sehen. Wir haben jetzt hier oben, ist jetzt neu dazugekommen, der Hochbau. Dann haben wir den Brückenbau und VA. Ja, die richtigen Sachen bzw. die Themen, die wir dort ansprechen, finden Sie natürlich oder können Sie da auch lesen. Ich werde jetzt hier was in den Chat reinwerfen und zwar, wenn das überhaupt geht. Ich hoffe, Sie bekommen was. Sollten drei Links zur Verfügung stehen, die auf den Autodesk Viewer verweisen. Dort können Sie sich auf jeden Fall diese einzelnen Modelle für ja, diejenigen oder das, was Sie sich interessieren, so in 3D mal anschauen. Und das mal betrachten. Ja, wie gesagt, aus Schulung heraus kenne ich das nur zu gut. Ich habe da heute natürlich, hake da auch mal gerne nach und dann fährt man natürlich, wenn jetzt zum Beispiel ein Brückenbauer eine Schulung besucht und da wird ein Einfamilienhaus gebaut, ist natürlich nicht Sinn der Sache. Bei unseren Schulungen werden Sie sich auf jeden Fall wiedererkennen. Wenn Sie sich nicht wiedererkennen können, kann man jede Schulung ableiten. Ja, wir haben es auch schon oftmals mit dieser Brücke gemacht. Momentan ist hier natürlich ein Gleisunterbau, also eine Gleisführung darunter. Wir hatten einen Kunden, der wollte unbedingt über den Fluss hinausbauen. Deswegen haben wir da einfach mal schnell Spundwände reingebracht mit adaptiven Bauteilen, sodass der Kunde sich auch wiedererkennt. Ja, das heißt einfach nur, jede Möglichkeit nehmen wir natürlich zunutze, dass sie sich wiedererkennen. Ja, nicht, dass sie da einfach irgendwas planen, einen Wasserbau und sie wollen dann eine Schulung machen anhand eines Hauses. Ja, bringt ihnen nichts. Sie lernen zwar die Werkzeuge kennen, aber sie können sie nicht wiedererkennen. Und manche Werkzeuge sind vielleicht sogar falsch. Ja. Das sind, wie gesagt, die Grundbegriffe. Da gehe ich, wie gesagt, nochmal drauf ein, weil auch im Support ich immer wieder merke, dass dort einfach die grundlegenden Sachen nicht da sind. Denke, es kommt daraus, dass man sich einfach irgendwie die Software kauft und denkt, man ist dann halt bereit dafür und spart an der Schulung. Ja, da kommt halt dieses typische, ja, die YouTube-Schulung zustande, wo ich dann bei YouTube schnell ein Thema eingebe oder ein Problem und dann schaue ich mir 15 Minuten lang ein Video an und habe es danach immer noch nicht verstanden. Ja, zurück zu dem Hochbau, was ich gesagt habe. Ich habe nämlich hier was vorbereitet und zwar, hoffe, dass Sie es sehen. Ja, hier ist Dynamo noch an. Und dieses Fenster ist ja nervig. Mal kurz was wegschieben. So. Wie gesagt, der Hochbaukurs ist natürlich hochbaulastig, also generell Betonarbeiten. Man kann es natürlich auch so verändern, dass ich sage, okay, ich möchte vielleicht doch in Stahl haben. Ja, dann gehen wir natürlich darauf ein. Ich habe es hier mal schnell erzeugt, dass man dort die Verbindung den Stahlbaureiter generell mal ein bisschen näher kennenlernt. Wie gehe ich mit diesen einzelnen Werkzeugen hier um? Was passiert, wenn ich das Werkzeug benutze? Ja, dass ich die ganzen Sachen einfach kennenlerne. Ja. Das müssen Sie, wie gesagt, das können wir natürlich abändern. Sie müssen es nur sagen, wenn Sie natürlich diesen Kurs besuchen. Darf natürlich dann nur ein Firmenseminar sein. Also es kann nicht sein, dass dann einer Stahlbau haben will, der andere will Holzbau, was er sehen. Da kann man natürlich sich darauf einigen, dass man da vielleicht eine Stütze in Holz macht, eine Stütze in Stahl und die Verbindung dann generiert. Ne? Aber das ist auf jeden Fall möglich. Wie gesagt, ist kein großer Akt, wenn ich hier natürlich das Isolieren mal ausschalte. Dann sieht man, dass dort einfach das ganze Häuschen, was Sie hier sehen, im Hintergrund in der PowerPoint-Präsentation hier einfach als Stahlbau weise, ja, im schnellen Durchlauf mal erstellt wurde.
Ist natürlich noch nicht fertig. Ja. So, Tonqualität, ja, ist okay. Ich dachte schon, da steht irgendwas. Genau, jeder Kurs hat natürlich unterschiedliche Modellierungsrichtungen. Ja, also das ist das, was wir abdecken, auf jeden Fall, dass Sie auf jeden Fall grundlegende Sachen verständlich oder verstehen und auch die Basics kennengelernt haben. Wie gesagt, ich reite darauf herum, weil wenn ich in Familienschulung oder Familienschulung gebe und dort die Werkzeuge nochmal erklären muss, ist es dann irgendwie dann doch nicht richtig, weil so eine Familienschulung ist natürlich aufbauend auf ein Grundseminar. Deswegen sollte dort auf jeden Fall das Grundverständnis da sein. Aber jeder Kurs unterscheidet sich so ein bisschen. Der letzte Kurs war jetzt der Hochbaukurs. Deswegen ist der jetzt hier als erstes. Wir gehen hier natürlich vom einfachsten Fall aus. Heißt, der Architekt gibt uns einfach eine DWG und wir ziehen uns nach und nach die Wände hoch. Verteilen danach die Tragwerksfamilien, ob es jetzt die Stütze, der Unterzug ist, auf die jeweilige Ebene. Und wo der Unterschied hier stattfindet, ist die Bewährung. Habe ich es nicht drin? Bewährung, Bewährung, Bewährung. Doch, Platzierung von Bewährung haben wir jetzt in anderen Kursen nicht. VA braucht das jetzt auch zum Beispiel nicht. Wie platziere ich eine Bewährung? Ist auch eine oftmals gestellte Frage im Support. Da rufe ich halt einen Kunden an, erkläre es ihm, ja, habe aber nur einen Kunden abgefrühstückt. Wäre schön, wenn Sie natürlich, wenn Sie unseren Kurs besuchen, auch wissen, wie so eine Bewährung überhaupt zu platzieren geht. Natürlich, systemabhängig heißt einfach nur, was Autodesk gerade bietet, ne? Kann ich da an Bewährung platzieren. Also ich kann da jetzt auch nicht zaubern. Zaubern funktioniert mit dem Dynamo-Skript, deswegen hier auch die Skriptanwendung. Dynamo ist, wie gesagt, die kleine Programmiersprache für die Erweiterung der Grenzen in Revit. Ja, so habe ich es mal schön ausgedrückt. Genau, das sind die Themen, die dazukommen, ja, zusätzlich zu den allgemeinen Themen in dem jeweiligen Kurs, Visualisierung kommt auch nach und nach. Also hier habe ich so ein kleines Bild mal einfach reingelegt, weil auch die Ingenieure schöne Bilder haben wollen. Nicht nur die Architekten, manche interessiert es natürlich gar nicht, dann kann man den Punkt natürlich weglassen und einen anderen Punkt reinbringen, zum Beispiel Stahlbau. Im Endeffekt ist es alles wie so ein Modulsystem, ja, wo ich es mir aber selbst zusammenstecken kann. Ja, aber die grundlegenden Sachen lernen Sie auf jeden Fall kennen. Was natürlich neu dazugekommen ist, weil das natürlich alles auf den VM auf den virtuellen Maschinen läuft, der Kurs, haben Sie natürlich Zugriff auf alle Programme, so gesagt, also von unserer AEC Collection auf dem neuesten Stand. Sie haben Zugriff auf die BIM 360, auf die Cloud und dort wird natürlich mit Hilfe der Cloud dort auch die Zusammenarbeit in der Cloud nachgestellt. Ja, die Cloud, wie gesagt, gab es auch Vorträge. Die Frau Hinrichs hat ja vorhin einen Vortrag gemacht, der Herr Schimanski hat gestern einen Vortrag darüber gemacht, ist mehr und mehr im Kommen, weil einfach ja, Corona da ist klar, aber weil es einfach auch teuer ist, ja, die Server instand zu halten. Keiner hat Lust auf langsame VPN-Leitungen, die irgendwie miteinander verbunden sind und ich dann irgendwelche Modelle ziehe, die mehrere hundert MB groß sind. Deswegen ist die Cloud einfach da. Ja, auch allein schon, ich kann in Berlin sitzen und arbeite mit einem Kollegen aus München zusammen. Ja, ohne eine Infrastruktur von irgendwelchen Servern, deutschlandweit kreuz und quer zu benutzen. Ja. Wie gesagt, das ist kurz und knapp der Hochbau. Broschüre gibt es online bei uns auf der Internetseite. Jetzt gehe ich nochmal kurz auf die Verkehrsanlagen zu und dann auch noch den Brückenbau. Verkehrsanlagen unterscheidet sich in dem Fall, weil wir natürlich hier eine Modellierung mit Hilfe von Provi machen. Provi ist ja ein Tool, was mir einfach aus einer CSV-Datei die passenden Familien schon setzt. Ja, diese Familien sind adaptiv, deswegen gehe ich auch im Nachgang nochmal auf die adaptiven bzw. auf die Körper ein, weil ja so ein Bahnsteig zu platzieren ist super leicht, wenn ich da eine Änderung vornehmen will am Blindenstreifen zum Beispiel und merke, okay, da sind noch irgendwelche Punkte dran und das sind nicht nur wenige, sondern 16 Stück. Es ist eine 16 Punkte-Familie und die zu kontrollieren ist schon ziemlich schwer. So, genau. Familienüberarbeitung an sich heißt einfach nur, dass wir dort in die jeweilige Familie reingehen, weil manche Familien sind natürlich flächenbasiert, manche sind arbeitsebenenbasiert. Bei der VA brauche ich auf jeden Fall flächenbasierte Familien. Es ist alles kreuz und quer verteilt, ja, es ist alles schief. Wenn man hier das vielleicht erkennt, diese Kugel, dieser Streugutbehälter, habe ich schon gelernt, 800 Liter fasst der, ist als arbeitsebenenbasierte Familie jetzt extra so im Kurs aufgeht oder halt eingestellt.
Man will es natürlich nicht, ich will da jetzt keinen Betonfuß gießen, damit das Ding gerade steht, sondern ich möchte natürlich das einfach nur Fläche vom Bahnsteig platzieren. Ja, wie gehe ich vor? Das sind die meisten Fragen, die dann halt auch gestellt werden. Deswegen ist da der Kurs auch da. Ja, dass man dort in die Familie reinspringt. Ich gehe jetzt nicht in eine richtige Familienschulung rüber, sondern wirklich nur rudimentär, heißt einfach nur, ich gehe da kurz und knapp drüber, sag einfach, okay, der Haken ist dafür da. Man macht ein paar Einstellungen, man ändert die Familie vielleicht sogar ab, weil die Referenzebene falsch ist, ja, die Platzierungsebene, solche Sachen. Ja, aber ich gehe jetzt nicht auf die jeweilige Familienstruktur ein. Oder was für ein, ist sowieso alles allgemeines Modell hier, ja, spielt eh keine Rolle. Aber was sind die Vorteile zum Beispiel vom Träger zum allgemeinen Modell? Das lernen Sie natürlich in der Familienschulung nicht da. Ja. An sich, genau, Zusammenarbeit, Cloud-Beispiel wird hier auch durchgeführt. Sie sehen nach und nach hier war einmal das Skript, davor war das Skript. Es sind auch unterschiedliche Skripte vorhanden. Heißt einfach nur, dass dort auch unterschiedliche Sachen geändert werden. Ja, das Skript ist jetzt meines Erachtens auf die Topografie, spricht die Topografie an. Wir kennen die Topografie in Revit, ist schlecht, ja, gibt es auch keine Verbesserung für. Ich hoffe, jetzt hört kein Autodeskler zu. Ist aber seit 4 Jahren dasselbe Werkzeug. Ja. Also ich kann entweder Punkte setzen, ich greife eine DWG ab oder ich lade eine Textdatei rein. Wow. Böschungskanten kann ich vergessen, weil ich nur diese Punkte zur Verfügung habe. Dafür ist natürlich Civil da. Ich habe hier nochmal ein Dynamo-Skript vorbereitet, wo ich da den kleinen Austausch generieren kann. Das Skript können Sie auch gerne haben. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da einen Blogbeitrag zu erstellen muss. Kann es auch hier einfach reinschmeißen oder im Nachgang nochmal irgendwo ablegen. Das Skript erlaubt mir einfach nur, dass ich aus einer DWG einen Volumenkörper mache. Ja. So, letzter Kurs, beziehungsweise ja, nicht der letzte Kurs, aber von mir aus der letzte Kurs ist der Brückenbaukurs. Heißt aber nur, dass wir hier einen 30 Meter oder 32 Meter, 80 glaube ich, Überspannwerk haben. Und dort die Modellierung halt vornehmen. Und hier ist es ganz wichtig, beziehungsweise erst die Abstimmung an sich. Wir bekommen einen Plan. Ja, wir wissen noch gar nicht, wo er liegt. Der Plan kommt aus AutoCAD, hat natürlich Koordinaten. Jetzt möchte ich irgendwie die Koordinaten in mein Revit-Projekt reinbringen. Wie geht das? Ja, das erklärt man natürlich da. Alle Fragen, also Sie müssen jetzt nicht in den Kurs reingehen, wenn Sie die Abstimmung kennenlernen wollen. Sie können natürlich auch in den Hochbaukurs reingehen. Und dort nach den Abstimmungen fragen. Ja, das wird Ihnen dann natürlich auch erklärt. Das ist nur, wie gesagt, das grundlegende oder die grundlegende Modellierungsart, dass ich so starte. Ja, generell an sich, Projektfamilien werden hier sehr oft erklärt. Wir lernen natürlich auch von Ihnen immer dazu. Da hat mal ein Schulungsteilnehmer auch mal gefragt, okay, wie kriege ich die Hinterfüllung raus? Wie viel Erde passt da rein? Ja, gut, kurz überlegt. Nutzen wir mal eine Projektfamilie und erzeugen uns hier mal einen Körper. Ja, und diesen Körper kann ich natürlich beschriften. Heißt, er hat halt ein bestimmtes Volumen. Das habe ich auch hier jetzt dargestellt. Aber generell, das ist die erste Hilfestellung für den Schulungsteilnehmer, dass er überhaupt weiß, wie er vorangeht. Ja, dass ich da überhaupt diese Körperfunktion habe. Die meisten kennen die Projektfamilien, nutzen aber, ich sage mal, das allgemeine Modell, vielleicht mal eine Geschossdecke oder eine Wand als Projektfamilie. Sieht oben links immer schön in der Ecke bei Erstellen immer die Extrusion, das Verschmelzen etc. pp. Aber wenn Sie mal auf Körper gehen, sieht es ein bisschen anders aus. Ja, Sie können alles gleich darstellen, aber der Körper ist ein bisschen vorteilhafter. So, genau. Wenn wir beim Körper sind, bin ich auch bei der Infrastruktur direkt. Sie sehen das Skript hier im vollen Maße hier schon mal angewandt. Das war mal eine DWG, denn ich kriege natürlich beim Tunnelbau zum Beispiel, das ist jetzt auch ein Consulting-Thema, immer wieder Probleme. Heißt einfach nur, wenn ich einen Tunnel in die Topografie einbringen will, ja, schwer. Ja. Die Topografie lässt es einfach nicht zu. Die Topografie ist, wie gesagt, im 3D-Schnittbereich sieht es immer schön voluminös aus. Es ist aber eigentlich ein Tuch, was einfach über dem Projekt liegt und ja, nichts miteinander hat. Da gibt es, wie gesagt, das Skript, das zeige ich auch. Also ich gehe gleich mal live in Revit rein. Beziehungsweise machen wir aber jetzt schon. Und zwar öffne ich jetzt hier Revit. So, schließe mal das Eigenschaftenfenster, das brauche ich jetzt nicht. Habe jetzt hier zum Beispiel die DWG von, na komm schon. Die DWG vom Civil-Experten Christian Walz bekommen und kann damit jetzt erstmal nichts anfangen. Ja? Es gibt auch keine Grundfunktion von Revit, die es mir irgendwie sagt, okay, bitte aus der DWG einen Volumenkörper machen, damit ich da irgendwas durchschneiden kann. Nein, gibt es nicht. Deswegen kommt Dynamo ins Spiel und der Dynamo-Player läuft hier schon, hoffe ich zumindest, da ist er. Und dort gibt es halt dieses Skript. Ja, dieses Skript will ich jetzt nicht im Großen und Ganzen öffnen. Das können Sie auch im Nachgang nochmal bekommen. Es funktioniert einfach ganz einfach. Nicht wundern, ich habe hier 2020 als
Template-Pfad angegeben. Da müssen Sie eigentlich nur Ihren Pfad eingeben, für wo die Templates liegen. Also im Endeffekt ist es hier das allgemeine Modell, was ich daraus zaubern will. Ich gehe hier auf Auswählen, würde hier im Endeffekt die DWG anklicken und er würde die IT schon speichern. Ja, würde ich jetzt hier auf Play drücken, würde die Familie erzeugen. Da kommt noch ein kleiner Zwischensprung, dass er von 20 auf 21 konvertiert, weil ich natürlich in Revit 21 bin, wäre ich jetzt in 22. Also das ist eigentlich nur ein Template-Pfad, den Pfad muss ich mal ändern. Ich drücke mal auf Play und dann schauen wir mal, schließen Sie Dynamo, was passiert. War klar, dass das passiert. Schließen wir mal Dynamo. So, und drücken nochmal hier auf den Play, schließen Sie Dynamo, jetzt werde ich sauer. So, nein. Und drücke nochmal auf Play. Und jetzt sieht man Revit nicht mehr. Sehr schön. Mein Revit ist lost. Ah, er macht irgendwas, keine Rückmeldung. Das war gerade in der Probe nicht so. Jetzt habe ich es dreimal getestet. Hat vorher sehr, sehr schön funktioniert. Jetzt hat er, glaube ich, ein Problem mit... Ah, ich lasse ihn mal ein bisschen zu Ende spielen. Ja. Komme ich gleich nochmal drauf hinzu. Ich hoffe nicht, dass er wegen Dynamo, mit dem großen Dynamo jetzt ein Problem zieht, dass er dort irgendwas nicht findet. Sehen Sie gleich das Ergebnis. Ne? Also ist jetzt kein versteckter Tricks oder so. Jetzt hat er irgendwas gemacht. Dateiinhalt wurde geändert. Revit ist auch festgefroren. Ah, jetzt macht er was im Hintergrund. Da können wir auch hier bleiben auf dem Bild. Ich merke auch schon noch 7 Minuten, muss ich ein bisschen beeilen. Es öffnet sich das liebe Fenster von der Projectbox. So, und jetzt erhalten wir natürlich, ich mache das immer, minimiere das mal, ist jetzt abgeschlossen. Jetzt erhalten wir hier die DWG, beziehungsweise halt den Zwilling davon. Ja, also das ist immer noch die DWG und das hier ist jetzt eine eigenständige Familie. Das Eigenschaftenfenster ist verschwunden auf der Kategorie allgemeines Modell. Ja, und hier habe ich jetzt die Möglichkeit, auch Sachen zu verschneiden. Ja, ich habe jetzt hier das schon mal ein bisschen vorgefertigt, heißt einfach nur, ich springe mal kurz hier rein. Dort ist dieselbe DWG als Extrusionskörper erzeugt worden. Ich habe da noch ein paar Tunnelsachen reingebracht mit einem Abzugskörper und habe die Möglichkeit, das jetzt so zu verschneiden. Ja? Topografie wäre ein bisschen schwerer. Man muss es aber durchtesten, wo es anwendbar ist. Also jedes Werkzeug, wo ich oder was ich brauche, muss ich natürlich irgendwie erst kennen und spezifisch dafür anwenden. Ja? Wenn Sie natürlich mit der Topografie klarkommen, dann nutzen Sie das so. Wie gesagt, ich habe viele Beschwerden gehabt, dass es bei der Topografie keine voluminösen Körper gibt. Deswegen gibt es dieses Skript. Und da können Sie halt einen Volumenkörper erzeugen, der sogar als Familie hier eingeladen wird. Den kann ich mir jetzt speichern. Hier in der Familie noch Parameter hinzufügen. Pipapo. Ja. Das ist, wie gesagt, ein Zwilling von der DWG. Das werde ich als Blogbeitrag mal, weil wenn ich jetzt darauf noch eingehe, dann bin ich hier noch bis 4 Uhr unterwegs. Deswegen muss ich mal ein bisschen schneller machen. Adaptive Sachen gehören natürlich auch zu der Körpermodellierung. Da gab es, glaube ich, schon einen Blogvortrag. Jetzt weiß ich nicht, ob natürlich alle schon mit dabei waren, als sie es gesehen haben. Die erste Frage, was heißt adaptiv? Adaptiv heißt einfach nur sich anpassend. Ich habe jetzt hier mal so ein kleines Video vorbereitet, was einfach nur heißt, wie ihr sich anpassen könnt. Sie sehen es hier, zwei Durchbrüche, ja, Durchbrüche als Profil gezeichnet, kein richtiger Durchbruch und jetzt habe ich diese 4-Punkt-adaptive Familie und kann sie einfach in diese Ecken absetzen. Ja, heißt einfach nur, dass ich dort dieses Loch zumache und anpassend heißt einfach nur, dass die Form vollkommen egal ist. Hauptsache diese 4 Ecken sind da. Ja. Sie müssen auch natürlich darauf aufpassen, also heißt einfach nur, wenn Sie ein 16-Punkt-adaptives System haben, dass Sie dort auch 16 Punkte setzen müssen in einer gewissen Reihenfolge. Da müssen Sie sich Gedanken machen, wie es aussehen soll. Ja, ich habe verschiedene Formgriffe, Referenzpunkte zur Verfügung bei diesen adaptiven Sachen. Dort gibt es, wie gesagt, einen Blogbeitrag schon. Da können Sie mal gerne reinschauen. Ja. Ansonsten zur BIM-konform, wie man konform arbeitet, war auch, wie gesagt, ein Kunde von uns oder ist immer noch ein Kunde von uns. Und da war auch die Frage Tunnel. Ja, Tunnel kennen sich auch noch wenige aus. Ich habe noch nie einen Tunnel gebaut, aber wenn ich den Tunnel modellieren würde, würde ich natürlich die einzelnen Schichten nehmen. Ja, also konform heißt einfach auch nur, wie es auch gebaut wird, ja, soll ich es auch modellieren. Bei der Wand ist es auch so ein ewiges Streitthema.
Modelliere ich jetzt eine Wand als kompaktes Bauteil, heißt Dämmung, dann die zwei Schichten oder Kernschicht alles in einem oder splitte ich sie? Ja, also Kernschicht ist einzeln, die Dämmung ist einzeln, der Putz ist einzeln hin und her. Ja, und hier habe ich mich dafür entschieden, okay, wenn ich das mache, dann will ich natürlich nicht irgendwie einen Volumenkörper haben, der wie ein Eis am Stiel da rumhängt, sondern ich möchte wirklich einzelne Schichten ansprechen. Ja, und diese einzelnen Schichten sollen natürlich auch einzelne oder andere Informationen bekommen. Ja, das macht es einfach noch ein bisschen einfacher. Deswegen BIM-konform arbeiten ist jetzt hier im Infrastrukturbereich, aber im Hochbau ist genau dasselbe. Ja, ob Sie Wände jetzt einzeln modellieren, also einzelne Schichten oder das ganze Bauteil nehmen. Ja, das ist eine Entscheidung, die Sie treffen müssen. Genau, den Querschnitt an sich, jetzt springe ich hier ein bisschen, weil da fehlt irgendwie eine Folie. Querschnitte an sich generell in der Infrastruktur. Wenn ich schon darauf eingehe, es geht um diesen Querschnitt, den kann ich natürlich, wenn ich den erstellt habe, als Familie, als Profil, dann kann ich den natürlich noch über einen Pfad lang extrudieren lassen. Spart mir natürlich auch mega viel Arbeit. Ich kann natürlich dort auch Dynamo nutzen, dass er mir einfach sagt, in welchen Abstand er es setzt. Da müsste ich natürlich Koordinaten haben. Das ist dann eine reine CSV-Datei, die ich dann einlese. Und wo er mit den Koordinaten das absetzt. Ja, ich habe hier ein kleines Video erstellt. Sind wie gesagt adaptive Familien. Man sieht es ja an den Punkten. Ich platziere sie auf einen Punkt und würde den ganzen Familien einfach sagen, setz dich bitte auf den nächstmöglichen Punkt ab. Ich habe hier, glaube ich, eine Trennung von 10 Metern gehabt, also sprich so ein 10 Meter Block von der Tunnelröhre. Wird dann erstellt. Ist ein bisschen schnell jetzt, geht natürlich mit Dynamo ein bisschen schneller, ist mit Zeitraffer gefilmt, damit ich mich nicht allzu sehr da aufhalte. Aber Sie sehen das Ergebnis, dass ich dort einfach die einzelnen Tunnelröhre bzw. die Schalen auch erzeugen kann. Wenn ich jetzt der ersten Schale sage, ich hoffe, das macht er oder ich mache es im Video. Ja, auf jeden Fall wird dort die Extrusion erzeugt. Man sieht es hier schon. Jetzt kommt das Bankett dran und dann die Außenschale und die Innenschale, dass ich dort einen vollständigen Tunnel erhalte. Ja. Das sind wie gesagt auch Sachen, die ich oder wo ich auch gerne mal in den Schulungen eingehe, wenn natürlich der Schulungsteilnehmer fragt. Wie gesagt, wenn er fragt, wenn Sie natürlich an Schulungen teilnehmen, entstummen Sie sich, lassen Sie Raum für Fragen. Ja, es ist Ihre Schulung. Der Teilnehmer hat Sie natürlich gefragt, okay, wenn ich jetzt das und das Problem habe, dann haben wir natürlich ein bisschen in die adaptiven Familien mal reingeschaut. Ja, und dann war seine Frage abgehakt. Genau, man kann natürlich diese Mehrpunktsysteme noch weiter nutzen. Ist auch jetzt, wie gesagt, auch ein Blogbeitrag gewesen von mir. Man kann es natürlich so weit hinaus oder übertreiben, dass ich hier das auf dem Gitter oder auf dem Netz absetze, die Familie. Und diese Familie hat auch einen gewissen Parameter. Ich meine, das war die Höhe, die ich da benutzt habe, dass ich dort ein Fassadensystem vielleicht entwerfe. Ja, also adaptive Sachen für den Ingenieur. Unentbehrlich in jeglicher Hin und Art und Weise. Wir haben auch einen Consulting-Partner, der jetzt erst die adaptiven Bauteile kennengelernt hat und der war begeistert davon, weil das hätte eigentlich schon im Vorfeld einige Probleme gelöst. Ja. Damit müssen Sie sich auseinandersetzen im Endeffekt, wenn Sie im Infrastrukturbereich arbeiten, aber auch im Hochbau. Und hier ist noch zum Schluss das Ende. Dass ich dort einfach das ja, Element nochmal zeige, wie ich es gerade in Revit gezeigt habe, dass der Tunnel wirklich schneidet. Jetzt nicht wundern. Ich habe es mit Enscape ein bisschen visualisiert. Heißt einfach nur, dass ich dort gleich durchfliege, dass man dort den Rasen sieht. Kann man natürlich ausschalten. Ist kein Fehler, ist aber nur dieses ja, der Enscape-Rasen. Aber so kann ich halt wirklich durch die Topografie schneiden und das wäre dann halt mein Tunnelprojekt, ja. Und ich kann da auch die ganzen Voluminas ausrechnen, wie viel Aushub ich dann generiere, dass ich dort auch weiß, wie viel Massen, mit welchen Massen ich da umgehen muss.